Ich jetzt wusste, wo die V2-Produktionsstätte war, glaubte ich fast am Ziel zu sein. Ich musste es nur hineinschaffen, die drei restlichen Ziele eliminieren, den Ort in die Luft jagen und nach Hause gehen. Ganz einfach. Ganz einfach. Und damit herzlich willkommen zurück zu Sniper Elite, den Let's Play. Und wir drücken direkt mal auf Spiel starten und los geht's. Ja, die Mission habe ich auch schon angefangen. Wir starten hier kurz vor diesem Bunker. Ja, da oben ist jemand, der sterben will. Das kriegen wir hin. Wir warten einfach, bis die die Durchsagen kommen, wie jetzt. Dann hört uns nämlich niemand. Rauchen kann tödlich sein. Denn immer wenn diese Durchsagen kommen, hört uns keiner. Das können wir natürlich für uns missbrauchen. Oh nein, oh nein. Falschen Knopf gedrückt. So. Dann holen wir uns direkt den Scharfschützen, der in diesem anderen Turm sitzt. Der wird wahrscheinlich eine Ohrprothese brauchen. Und jetzt hat er uns doch gehört. Aber es macht überhaupt nichts. Weil wir ein leichtes Problem rauszufinden, von wo wir kommen. Ah, zu hoch. Mist. So. Jetzt haben wir ihn. Schön. Sehr nice. So. Da hinten scheint auch noch einer zu sein. Bam, Junge. Schön am Litfaßsäule vorbei. Durchs linke Auge, Austrittswunde, rechte Backe. Ausgezeichnet. So, ist da noch jemand, der uns nicht gut gesonnen ist? Schauen wir mal. Das Maschinengewehr, das wird später noch wichtig werden für uns, falls wir hier wieder raus wollen. Da liegt er. Oh. Keine Zeit. Wir müssen weiter. So. So. Wechseln wir mal direkt Waffe. Ich wusste das irgendwie. Mann! Scheiße MG. Komm, setz dich ans MG. Geht doch. Wichser. So, nächste. Da genau getroffen haben, weiß ich nicht, ob das Arm war oder was anderes. Auf jeden Fall. Schauen wir mal.
Was? Wichser. Bam! Junge, im Laufen. Hier muss noch irgendwo einer sein. Egal, gehen wir erstmal weiter. Finden wir hier noch irgendwas Interessantes? Hier waren im Übrigen, glaube ich, ein paar. Erstmal kurz anders hinsetzen. Da waren übrigens vorhin, wo ich das erste Mal gespielt habe, ein paar Gold-Nuggets. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer am selben Platz sind oder ob die wechseln zwischendrin. Was wir machen könnten. Ist. Wir vermieten hier ein paar Sachen. Stolpermine. Wie lang geht denn das überhaupt, das Seil? Ich glaube, ist das zu lang. Machen wir das Ganze nochmal. Zack, haben wir eine. So. Dann gehen wir mal direkt weiter. Stein, Granate, Landmine. Setzen wir einfach mal hier hin und hoffen einfach, dass das funktioniert. So, jetzt gehen wir mal fix zurück ins Komplex rein. Oha. Du bist hier irgendwo. Ja, du auch. Ah, da ist er ja. Er ist hier irgendwo. Mann am Boden. Ach, Mist, ey. Bam, Unterkiefer weggeschossen. Geht doch. So. So, wir haben 60 Schuss hier drauf. Das ist nicht besonders viel. Gehen wir erstmal hier hoch. Sammeln ein bisschen Munition ein. Noch eine Landmine kann man immer gut gebrauchen. Gleich. So. Oh oh. Mist, ey. Das war eine scheiß Idee. Wo starten wir denn jetzt hier? Ach, hier sind wir. So. Die Leiche ist natürlich schon weg. Das ist ja super gelaufen. Das sind alle Leichen, die wir geplündert haben. Langsam hin. Schrei um Hilfe.
sammle den Rest ein. Ah, jetzt haben wir auch schon fast wieder so viel Munition wie vorhin. Fix nachladen. Hier liegt auch noch was. Und hier. Oh ne, das war die, die Tür fallen gelassen haben. Der hat wohl keine Waffe dabei. Okay. So, liegt hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal direkt weiter. Unser kleines Schallgedämpfer schleichen uns an. So, das wird hier gleich ein bisschen tricky. Da hinten sind zwei. Habe ich gerade vorbeilaufen sehen. Leise, leise. Mann am Boden. Mann am Boden. So, da oben kommt's auch gleich runter. Sicher. Das kann es auch weggehen. So. Warten, bis es schön laut ist. Um ihn wegzuknallen. Das hat nicht den Vorteil, uns hört keiner. Mann am Boden. Schon hat das keiner gesehen. Zack. Zack. Hier können wir auch eine Mine, glaube ich, platzieren. Müssen wir hinten gleich Sprengstoff anbringen. Das machen wir auch sofort. Zack. So, eine von drei. Das Interessante wird übrigens gleich wieder rauszukommen. Denn wenn wir das ganze Ding wegsprengen, fällt das ein bisschen auf. Zack, was hat die Munition? Oh oh. Mann gefallen! So. Nehme dich mal mit. Hier. Kannst du liegen bleiben. Bam, Junge. Landminenkill. Oh.
Wo denn? So. Die Leichen da hinten haben sie wohl auch gefunden. Aber das stört uns jetzt nicht weiter erstmal. Boah. Komm. Na, und jetzt sind wir geklaut. Komm mal. Gut, den auch noch da oben ist, glaube ich, auch noch einer. Mann gefallen! Scheiß drauf. Bam, Junge. Ist hier noch einer? Scheiße. Wichser. Schön ins Knie geschossen. Bam. Puh, das war gerade ganz schön knapp. Ach ja. Zack. So, dann planten wir mal den nächsten Stück. Was steht hier? Verboten, verboten, Rauchern. Ja, das war der Grund, warum ich sie erschossen habe. Sie haben geraucht. Zack, die zweite Anlage präpariert. Die dritte kommt sogleich. So. Schon ab. Oh, daneben schon noch einer. Der hat das bestimmt gehört. Bam, und der nächste. Bam. Das ist jetzt nicht die feine englische Art, aber was soll man machen? So, hier haben wir schon 64 Schuss. Hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Sind wir schon voll. Können wir nichts mehr aufnehmen. So, der nächste Punkt müsste... oder besser gesagt, der letzte Punkt. Ist hoffentlich jetzt hier zwischen.
Immerhin noch eine MP40. Na. So, Teil 1 erreicht. Jetzt müssen wir... nur noch Informationen finden. So viel sei gesagt, die finden wir auch. Nicht. Das heißt, wir hören Informationen, besser gesagt. Aber ich will nicht zu viel verraten. So, das war natürlich nicht hier. Boah, ganz schön frisch geworden draußen, ey. Ich muss mal gleich Fenster zumachen. Sonst erkältet man sich noch. So, hier geht's lang. So. Jetzt wieder leise. Da unten liegen noch ein paar Magazine. Warum, weiß der Geier. Weil Luca ist... woanders rein. Also die erste Hälfte haben wir jetzt quasi schon hinter uns gebracht. Oha, ist da einer? Nee. Die erste Hälfte haben wir hinter uns gebracht. Das Rest wird einfach quasi gleich nur noch sich freischießen. Ich weiß noch nicht gerade, ob da noch irgendwo einer ist. So, nehmen wir mal kurz den kurzen Weg runter. Irgendwas zum... eine Landmine haben wir noch. Hier sollten wir vielleicht irgendwo hin platzieren. Oh, die kommen gleich alle. Packen wir einfach mal mittig hier hin. So. Haben wir noch irgendwas? Dynamit, Stolperdraht haben wir auch nochmal. So, falls hier einer hoch will. So, und schon geht's weiter. Mit einer Videosequenz. Die Wissenschaftler waren unauffindbar. Aber ich suchte weiter in der Hoffnung, einen Anhaltspunkt zu finden. Müller, jawohl, bitte komm. Der Scharfschütze! Er ist es! Müller. Er ist hier! Müller, ihr wollt, bitte! Er ist hier! So, erstmal du. Dann du. Bam! Bam! Der nächste. Bam. Das läuft hier wie ein Länderspiel. Alter Falter. Bam. Und der nächste. Und du bist direkt der nächste da. Oder auch nicht. Oder doch. Geht doch. Nachladen. Bam. Na? Komm raus, kleiner Lutscher. Bam. Bam. Ins Auge, würde ich sagen. Oha, da oben ist noch irgendwo einer. Dich haben wir doch gleich.
Leg meine Mine ein. Irgendwie hat die nicht gewirkt. Keine Ahnung. Leg mein Stolperdraht da noch. Ja, der legt da noch. Das ist gut. So. Ist noch irgendwo einer? Ich sehe keinen. Kann man darauf schießen? So. Zack. Erstmal Munition holen. Dann hauen wir hier mal ab. Was werden wir denn sehen? Wo ist der? Ach, da hinten. Geht doch. So, wo müssen wir denn lang trauen? Bam. Yep. Hier verlässt keiner lebendig Zirkel. Bam. Vielleicht sind wir auch schon wieder draußen. Scharfschütze. Den kümmern wir uns als erstes. Fuck. Geht doch. So, nachladen. Hoffentlich liegen die Minen da noch. Na. Na? Ich habe momentan das größere Eier. Die größeren Eier. Und bam! Stirbt, stirbt. Stirbt. Bam, du auch. Na, wer will noch was? Wer hat noch nicht? Eine wilde Fahrt. Na, ihr Lutscher. So. Jetzt müssen wir quasi nur noch fliehen. Was? Wo ist hier noch einer? Bam. Stirb. Das sind keine lebendig. Niemand lebendig. So. Und da ist die V2 Fabrikstätte-Geschichte. Ja, was haben wir so alles gemacht? 76% Zielgenauigkeit, nicht sehr gut. Ja. Kills durch Sprengstoff 5 Stück. Ja. Kills per Fernrohr 25. Davon verstickt waren 15. Markierte Feinde noch immer nicht. Ich weiß noch immer nicht, wie das geht. Ja. Ja, ansonsten nichts Spannendes. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Sniper Elite.